Frisch gestiefelt geht's jetzt zur sogenannten Arena. Hier finden jährlich Goldwasch-Weltmeisterschaften statt. Aber die Anfänger Heinz und Jethis dürfen erstmal nur zum Panning an den künstlichen Teich. Ich erwarte von dem Goldwaschen hier in der Pfanne, dass ich eigentlich was dazulernen kann und dass ich auf jeden Fall auch was finden werde, weil sonst könnte ich hier auch am Spielplatz in Karlsruhe Sand waschen. Und das sieht auf den ersten Blick sogar ganz ähnlich aus. Das ist die Grube, wo unser Sand ist, den wir bereits gegraben haben, aus guten Stellen, damit unsere Gäste hier auch garantiert Gold finden. Das heißt, ihr habt hier irgendwo Stelle und da holt ihr den Sand dann mit dem Bagger und kippt ihn hierher. So ungefähr. Also es wird damit die Leute was finden, wenn sie schon hier nicht die schwere Arbeit machen müssen. Ne? Ist gute Einstellung. Kaspars finnischer Mitarbeiter zeigt den unerfahrenen Gästen die ersten Handgriffe. Oh, das ist einfach da rein? Ja, genau. Okay. Ihr Kundenollewoi, ihr Leiterstier. Ja, da wird das schwer arbeiten. Das habe ich, so viel Finnisch habe ich schon verstanden. Mach die Scheiße voll für den großen Maul. Von der Schippe auf lehrt Kaspar seinen Gästen das Panning. So, dann hoffen wir, dass er die richtige Stelle gewählt hat. Hoffe und glaube, du mal in der Kirche, aber wir gucken uns das jetzt an. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ey. Die Erfolgsformel beruht jetzt einfach mal, diesem Herrn Kaspar zuzuhören und das mal so zu machen, wie er es sagt. Ich denke, das wird von Erfolg gekrönt sein. Also die Erfolgsformel zum Goldwaschen ist ohne Fleiß kein Preis. Arbeiten, 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 dann bekommt man auch eine gewisse Menge Gold. Jetzt sitzen wir also hier im Wasser und das Wichtigste ist das Wort Wasser. Der ganze Prozess ist unter Wasser, unter Wasser, unter Wasser. An Luft ist Gold 7-mal schwerer als der Sand, der normale Sand. In Wasser ist er 10-mal schwerer als normaler Sand. Das ist das sogenannte Gesetz von Archimedes. Aber man kann auch Fehler machen. Deswegen zugucken, zuhören und wie ich das mache. Der erste Schritt ist, wir packen die Pfanne, riffeln nach vorne, einfach vor uns ins Wasser. Die Steine nicht einfach raus? Nein. Also ich zeige dir jetzt, wie es geht. Nichts trocken machen. Ich bin doch Schweinchen schlau. Bis dann hoffentlich nachher oder gleich ein bisschen schlauer wieder. Das ist ja immer gut. Es sinkt. Dann sagst du mir, wie man Millionär wird am besten. Dann bin ich auch ein bisschen schlauer. Dann machen wir das ganz einfach. Mach ein Pfandhaus auf und einen Edelmetallhandel. Sei hart zu deinen Kunden, schmeiß jeden raus, der die falsche Partei wählt. Und arbeite 18 Stunden am Tag und biete einfach den besten Preis im ganzen Land an. So, also das habe ich ungefähr auch, sagen wir mal 18 Stunden am Tag, den besten Preis. Und einen Goldhandel habe ich ja auch unten. Allerdings schmeiße ich weder meine Kunden raus, noch frage ich sie nach ihrer Partei. Siehst du, da haben wir den Fehler. Ich bin immer noch lange kein Millionär. Ne? Siehst du, jetzt haben wir den Fehler. Gemeinsamkeit mit dem Herrn Kaspar ist eigentlich nur eine, dass wir der Sorte Homo sapiens angehören. Sonst sehe ich aber keinerlei Gemeinsamkeiten. Beim Panning sind vor allem Geduld, Ruhe und Fingerspitzengefühl gefragt. Nichts davon zählt normalerweise zu Heinz Kernkompetenz. Du brauchst sie nicht trocken anzugucken, das ist alles nichts. Ne? Der nächste Schritt. Wir nehmen die Pfanne. Langsam, wir sind nicht so schnell. Und wir schütteln die Pfanne kräftig. Und zwar richtig ordentlich. Es muss sich drinnen im Wasser bewegen. Ihr könnt auch mit einer Hand schütteln, mit der anderen noch mal drin umfuhrwerken. Ist auch viel gut, zu schwer. So wie ich das mache. Ja, es geht jetzt nicht um schwer oder leicht, es geht nur ob richtig oder falsch. Ich zeige euch, wie man es richtig macht. Leicht widerwillig, aber erstaunlich gehorsam fügt sich Heinz in sein Schicksal. Offensichtlich respektiert er Kaspars Fachwissen. Ach, ich hab sowas schon gemacht in Österreich, aber der hat mir das nicht so gut erklärt. Warum nicht? Weiß ich nicht. Hier ist es irgendwie professionell ab. Noch hofft Heinz auf den großen Fund. Also hier wurde Gold gefunden, hier wird Gold gefunden. Das ist ja schwarz auf weiß ein sehr ergiebiges Goldfeld für europäische Verhältnisse. Wäre es doch auch sinnvoll, wenn wir hier mal was hier rausholen. Vielleicht haben die meisten hier was verloren. Das wird auch gemacht. Ein Teil des Sandes ist tatsächlich recycelter Sand, ne? Weil eben doch viele Kinder oder sowas verlieren. Ne?
Und Erwachsene, die nicht zuhören, gibt es auch viele. Und so einer findet dann noch ein großes Stück. Das ist die großen Stücke sind für Idioten. Das ist Glück. Und die sind so schwer, die bleiben hängen. Also dann, müsste ich die großen Stücke finden. Die großen Stücke sind für Idioten. Dann möchte ich auch ein Idiot sein. Anfängerglück hin oder her. So langsam trennen sich Kies und Sandgestein von vermeintlich wertvollen Metallen oder Steinen in den Pfannen. Zeit für Geologe Kaspar, genauer hinzusehen. So, da kommt schon mal ein schöner Granat, ein kleiner. Mach mal deine Hand auf. Das packen wir alles gleich dann in so ein kleines Röhrchen, einfach. Nö. Ernüchterung macht sich breit. Ich schmeiß Granate im Kilopaket in den Müll. Du, also wir müssen mal miteinander reden. Das kannst du mir alles schicken. Nein, das ist viel zu viel Arbeit. Das kannst du mir alles schicken. Nein, wenn du was willst, kommst du jede Woche nach Karlsruhe und holst die Tüte weit ab. Ich schmeiß die Scheiße weg. Oder so, das auch. Der glaubt es wirklich nicht, ey. Dann leg das zur Seite und dann komme ich nach Karlsruhe. Liegt bei mir alles in den Müll oder in den Ofen rein. Das braucht nicht. Alles viel zu viel Arbeit. Das braucht nicht mehr, weil wir sollen ja nicht schöne Sachen kaputt machen und wegschmeißen. Ach was. Wir sammeln sie hier. Sammler ist gestorben. Heinz hat gesagt, ja, auch kannst du haben, so ungefähr. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass er es wohl machen würde. Vielleicht muss man ihn noch ein paar Mal erinnern dran. Vielleicht kann ich selber noch einen kleinen Euro mit dem Zeug machen. Wegschmeißen kann er es ja immer noch, wenn ich es nicht nehme. Aber ich würde auf das Angebot zurückkommen und ab und an mal nach Karlsruhe kommen und dann mal bei ihm ins Pfandhaus kommen. Schau mal. Ich habe Gold gefunden. Nach 45 Minuten mühsamer Arbeit folgt tatsächlich das erste Erfolgserlebnis. Die Freude ist unbeschreiblich. Ja, ich bin ja ein gefühlsarmer Mensch, also ich habe mich dann ein bisschen gefreut. Ich hatte befürchtet, ich finde gar nichts, weil ich bin einfach ein stinkfaules Schwein. Ah, ich habe Gold, Jedi! Ich werde reich! Und da ist es. Ja, ich sehe es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann noch die ganz kleinen, also gute Vorarbeit. Dankeschön. Jetzt brauche ich das Röhrchen. Mein Feierabendrohr. Jetzt zeigt sich, wer am ersten Tag den größten Erfolg hat. Dann mache ich das gleiche noch mal bei Jedis. Das sieht auch gut aus. Heinz hat mit seinem Fund den ersten Erfolg eingefahren. Allerdings, so scheint es, hat Jedis den Jackpot des Tages geknackt. Also jetzt bin ich richtig erstaunt. Er hat kein Gold gefunden, aber da drin ist ein Platinstück. Wie bitte? Und das ist 1000-mal seltener als Gold. Und sehr klein, oder? Also das ist ein selten großes Stück. Wow. Wow. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe schon immer gesagt, ich bin was Besonderes. Ja, ich sehe es.